Herzlich willkommen bei Avia Talk. Nicht zwischen Frühstück und Gänsebraten, sondern zwischen Engelberg und der Vierschanzentournee. Melden wir uns, Gerd Siegmund, der Fachmann, und das Attribut bin ich, Dirk Thiele. Ja. So, mein lieber Gerd. Ja, Dirk. Man kann Engelberg gewinnen und kann auch die Tournee gewinnen. Aber man muss nicht Engelberg gewinnen, kann trotzdem die Tournee gewinnen. Also, Fakt ist eins. Wer in Engelberg, denke ich, wir haben unsere Erfahrungswerte, wer in Engelberg, wie sagt man, aufs Brett kackt, der findet bei der Tournee kein Toilettenpapier. Das war ja schon mal wieder ein klasse Spruch von dir zum Einstieg. Ja, klar, so ist es definitiv. Man sollte in Engelberg, wir haben natürlich dieses Jahr ein bisschen weiteren Abstand zwischen Engelberg und der Vierschanzentournee. Man kann da noch ein bisschen was richten, aber man sollte schon dort recht gut in Form sein, um dann mit einem guten Selbstvertrauen natürlich nach Oberstdorf anzureisen. Das ist definitiv klar. Dieses oft zitierte Selbstvertrauen, ist das zuweilen eine Floskel? Einer, der charakterlich wirklich stark ist und der meinetwegen am letzten Sonntag in Engelberg nicht so zurechtkommt, der aber weiß, dass er richtig gut springen kann, ist das Selbstvertrauen dann so entscheidend? Natürlich ist das entscheidend, das Selbstvertrauen. Es hängt vielleicht auch ein bisschen vom Alter, von der Erfahrung des Athleten ab, ob er da noch was richten kann oder nicht. Mir würde vielleicht spontan der Severin Freund einfallen, der aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht sein hundertprozentiges Leistungsniveau abrufen konnte durch die lange Verletzung. Klar hat der Kusamo gewonnen und einen Platz zwei, aber dann ging es wieder ein bisschen schwieriger für ihn. Er musste ein bisschen mehr kämpfen, sich die Sprünge erkämpfen. Das ist natürlich eine andere Situation wie vielleicht jetzt für einen ganz jungen Athleten, der da mal so hinschmecken will und wahrscheinlich nicht mehr die Zeit hat, vor allen Dingen für die Tournee, was ja dort auch medialer Druck ist, da nochmal rankommt. Also das müsste man etwas vom Alter her abhängig machen, aber grundsätzlich holt man sich das Selbstvertrauen über gute Ergebnisse im Wettkampf. Und das dann nochmal abzurufen, wenn ich vielleicht um Platz 30 rumspringe, ganz nach vorn zu kommen, halte ich für aussichtslos. Diese oft zitierte Leistungskonstanz, sie ist ja für die Tournee ja überlebenswichtig. Also Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Okay, nach meiner persönlichen Einschätzung ist die Tournee das Nonplusultra. So sagen es ja auch einige Aktive. Also es gibt ja zum Beispiel auch welche, die sind Olympiasieger und Weltmeister geworden und haben nie die Tournee gewonnen. Und anders Martin Schmidt zum Beispiel. Zum Beispiel oder auch ein Simon Ammann, der mir da spontan einfällt. Und dann gibt es eben welche, die sind das nicht geworden und haben die Tournee gewonnen. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber allgemein, es gibt ja auch die Aussagen der Athleten, zählt die Tournee, also Tourneesieger, weil es sind vier Springen innerhalb von 10 Tagen. Und wer dort wirklich der Sieger ist, das ist schon für den Sportler an sich der Mehrwert zu einem vielleicht Olympiasieger oder auch einem Weltmeistertitel. Ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt noch, sagen wir mal, an Engelberg aufhalten wollen, an den beiden Sprungläufen, umgebaute Schanze. Rein von der Theorie wissen wir, wie wichtig Engelberg ist. Und dennoch, du sagst ein paar Tage mehr dazwischen. Ich weiß, dass einige Mannschaften auch noch trainiert haben, zum Beispiel in Oberstdorf, die Deutschen. Ja, genau richtig. Also das ist immer ein bisschen Unterschied. Ich würde es vielleicht den Rahmen ein bisschen weitersetzen. Wir hatten ja in Anführungszeichen nur 4 Springen, also 4 Weltcup-Orte dieses Jahr vor der Tournee. Es ging dann relativ schnell. Es ist jetzt so, wie du angesprochen hast, es sind unterschiedliche Wege, werden eingeschlagen. Zum Beispiel die Norweger sind zu Hause, also machen im Heimtraining ihr Setup noch mal ein bisschen fertig in Lillehammer und Trondheim. Du hast es eben angesprochen, das deutsche Team war noch mal in Oberstdorf zum Training. So macht jeder so seinen eigenen Rhythmus. Aber der Hintergrund dabei ist, die Schanze in Oberstdorf kennen alle Teams. Da war man ja bis direkt vor der Saison noch mal auf der Eisspur und hat dort trainiert. Aus den Jahren vorher kennt man die Anlagen. Also man kann auch sein Setup, also gerade Schuh, Bindung, Anzug und so weiter, kann man auch auf anderen Anlagen abstimmen, vielleicht eben gerade im Heimtraining, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und da sehe ich kein großes Problem drin, wenn man jetzt nicht nochmal nach Oberstdorf oder nach Garmisch-Partenkirchen fährt, um sich dort nochmal den letzten Schliff zu holen. Lass mich mal einhaken, weil das ist ein Stichwort. Setup, ist das unterschiedlich in Oberstdorf zu Garmisch-Partenkirchen, zu Innsbruck und zu Bischofshofen? Das Setup an sich, was der Athlet für sich einstellt, ist nicht groß unterschiedlich. Um was es dann geht, ist die Umstellungsfähigkeit. Also ich muss wirklich mich umstellen von Oberstdorf nach Garmisch-Partenkirchen, dann nach Innsbruck und dann Bischofshofen, der wieder flachere Anlauf. Wir hatten es ja auch zum Beispiel in einem Interview, ich glaube bei Andy Kofler,
den wir im Interview hatten, kann man auch nochmal nachschauen, ist bei YouTube oder bei unserer AVIA-TV-Seite auch noch aufgezeigt oder online, kann man nochmal nachschauen. Und er sagt ja selber, wir hatten ja auch mal gesprochen, dass alle Schanzen gleich geworden sind zur Tournee. Ist aber definitiv nicht so, weil da geht es um Radiusdruck, da geht es um Anläufe, flacheren Anlauf und so weiter. Das ist das Ziel, sich so schnell wie möglich umzustellen, weil man hat nur 3 Trainingssprünge und dann ist ein Probedurchgang und Wettkampf oder für die anderen eine Qualifikation und dann geht es schon los. Also das Setup, meine ich, muss vorher stimmen, dass ich weiß, welchen Schuh, welchen Ski, welchen Anzug nehme ich dazu. Und das muss passen und das muss rausgefiltert sein. Was ist Erfahrung wert? Es gibt dafür Beispiele, es gibt andere Beispiele. Ein Toni Nieminen hat mit 16 Jahren die Tournee gewonnen. 91, 92? Mhm, ja, genau. So. Das heißt, selbst wenn Domenpo jetzt gewinnen würde, er könnte nicht mehr der Jüngste sein. Und fällt mir spontan ein, wir reden ja immer von den Vierfachsiegern. Mhm. Sven Hannawald ist der Einzige. Dieser Toni Nieminen hat 91, 92 nur in Innsbruck verloren und mit 0,6 Punkten gegen Andreas Felder. Also das ist alles so eng und so knapp beieinander. Ne? Ich kann mich auch erinnern, Wolfgang Leutzel zum Beispiel hatte ja nur einen Skiwackler in Oberstdorf, wo den Simon Ammann dann gewonnen hatte. Ja. Ja. Und die anderen 3 hat er gewonnen. Ja. Also das wird sicherlich im Verlauf der Tournee, klar, es kann dann nur noch der in Oberstdorf gewinnt, den Vierfachsieg machen, logischerweise. Bravo. Ja. 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 Aber soweit ist es noch nicht. Aber ich denke mal, du wolltest darauf hinaus, die Unbekümmertheit von einem dummen Preutz mit einem mega Selbstvertrauen, gelbes Trikot. Ja. Und dann eben zum Beispiel den Kamil Stoch, der schon so lange dabei ist und auch dafür brennt, auch eine gute Form hat. Also da wird sicherlich spielen, Jugend forscht gegen arrivierte Athleten. Und Gerd, vielleicht ist es auch gar nicht so richtig legitim, jetzt den Toni Nieminen mit Domen Preutz zu vergleichen. Siehe V-Stil. Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja in der Hinsicht nichts Neues. Naja, nichts Neues würde ich nicht sagen. Also ich habe mich auch mal im Hintergrund so ein bisschen mit ein paar Leuten unterhalten, gerade auch Cheftrainern, die natürlich ihre Athleten immer sehen. Und das ist ja gerade das Thema, im Anzugsbereich ist es relativ ruhig derzeit. Wer weiß, was sie wieder auspacken für die Tournee. Also auch da wird sicherlich geforscht. Aber was mir aufgefallen ist in den ersten 4 Weltcups, ist doch die Sache, da habe ich nämlich mal einen kleinen abgeschnittenen Ski vorbereitet, ist die Sache der Kantung. Also es wird viel geredet über die Kantung. Und da ist zum Beispiel ein Domen Preutz, ein Vorreiter, mir ist auch, meine ich, aufgefallen. Dann Kamil Stoch springt ein bisschen flacher, auch ein Markus Eisenbichler springt ein bisschen flacher. Und was ist die Kantung? Also wenn man davon ausgeht, dass der Ski jetzt hier plan aufliegt auf dem Pult, das wäre genau gerade. Das wäre jetzt der Aufsprung. Das wäre jetzt der Aufsprung und die Anfahrt. Ja. Ja. Dann springt der Athlet raus und öffnet das V. Und dann geht es um diese Kantung hier. Umso mehr ich in die Kantung hier reinkomme, umso stabiler ist der Flug. Aber umso mehr Luft geht auch hier dran vorbei, also verliere ich Fläche. Deshalb probiert man eben unter anderem durch die gebogenen Bindungsstäbe, die Ski flacher in den Wind zu stellen. Also in der Luft den Ski so weit wie möglich flach zu machen. Das Problem dabei ist nur, umso flacher ich den Ski mache, umso anfälliger ist der Sprung. Und dann habe ich so ein Gefühl in der Luft, dass ich so surfe, also so auf der Luft muss ich das aussteuern. Und da gab es also auch schon in der Vergangenheit, auch Markus Eisenbichler zum Beispiel beim Skifliegen, dass man das gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte. Für die Sprungrichter, das besser oder das? Das für die Sprungrichter ist völlig egal. Ja, also wenn, es geht wenn du ja, sagst, dass der Ski dann ein bisschen mehr flattert. Ja, wenn er flattert, dann gibt es natürlich Abzüge. Mhm. Dann gibt es Abzüge, aber da muss sich auch jeder Athlet rantasten. Wie weit kann ich gehen? Also hier sieht man es vielleicht nochmal schön auf dem Pult, wie weit kann ich nach unten gehen in der Luft? So wird keiner springen, das wird er nicht schaffen. Aber dann geht es um wenige Grad und umso flacher der Ski ist, umso mehr Fläche bleibt vom Ski erhalten und umso weiter kann es gehen. Okay, Schuhe auf den Tisch bringen Unglück. Ja, da steht er. Das ist mein ganz alter, mein ganz alter Schuh. Jetzt im Zusammenhang mit dem Ski.
Klar. Wir kann haben, ich das beliebig? Das kann ich nicht beliebig. Also wie gesagt, wenn es mal so glatt, also so plan ist, dann wird es schon gefährlich. Also da habe ich noch keinen gesehen, der das hinbekommt. Aber auch Severin Freund hat in dem Interview, was wir auch geführt haben in Lillehammer, gesagt, der Domen Preutz, das ist die neue Generation, die ist mit diesen krummen Bindungsstäben aufgewachsen. Die können das vielleicht schon ein bisschen besser als wir, die uns das aneignen mussten. Zum Schuh, das ist mal noch ein ganz alter Schuh von mir früher. Wird gar nicht mehr hergestellt, so ein Schuh. Aber es geht mittlerweile auch um Biegelinien im Schuh, um diese Kantung zu verfeinern. Dann geht es darum, hinten an Anbauteilen, das ist alles unter dem Anzug versteckt. Also da lässt sich auch kaum einer hineingucken. Also was man dort noch an Kantung in dem Schuh... Vor allen Dingen Fettner lässt sich nicht reingucken. Ja, der hat ja noch ein ganz anderes Modell. Ja. Also wir sehen, derzeit gibt es doch eher mehr Bewegung im Schuh-, Bindungs- und Skisystem als vielleicht noch im Anzugssystem. Okay, also wir steigen da sowieso nur bedingt dahinter, aber... Gewisse Geheimnisse muss man ja haben, ansonsten kann man auch nicht gewinnen. Also, was wir oft gefragt werden, ja, wer gewinnt denn nun die Tournee? Wahrscheinlich der Erste. Ist es ja. Sehr wahrscheinlich. Ja. Es gab ja auch schon mal zwei Erste. Ja, die Jakub Janda und Jana Ahonen. Genau. Ja, genau. 96? Ja, so etwa. Ja, gut. Schon ein paar Tage her. Ja, genau. Ob Domen Preutz das durchsteht, das steht noch in den Sternen. Wenn du mir eine Wette anbieten würdest, ich würde nicht auf ihn setzen. Bei mir gehen die Uhren eher so in Richtung, zumindest ist ja auch noch jung, Erfahrung, Österreicher. Mhm. Ja, ich lasse dir ja den ersten. Ja? Ich lasse dir ja den ersten. Stefan Kraft, der schon mal gewonnen hat. Warum soll er nicht zweimal gewinnen? Jana Ahonen hat es ja fünfmal gemacht. Ne? Mhm. Ja. Jens Weißlug viermal. Viermal. Also mein Tipp käme eher so aus der Richtung Kraft. Heiböck vielleicht nicht. Aber trotz des Sturzes in Lillehammer, Tande ist auch eine heiße Nummer. Definitiv, definitiv. Mhm. Und zum Glück gibt es auch da Entwarnung. Also Daniel André Tande hat sich nicht verletzt. Also er hatte ein bisschen Knieprobleme. Deshalb ist der Alex Stöckel ja auch mal tiefer gegangen. Ja. Und hat das auch gar nicht so eingeschätzt, weil die vorher auch schon gut gesprungen sind. Und dann lässt er so einen super Sprung raus. Da haben die anderen schon mal richtig gut geguckt. Und er konnte den leider nicht stehen, weil er so weit war in Engelberg. Aber zum Glück also gibt es Entwarnungen auch von der Seite. Also Knie hält, alles ist in Ordnung, ist zu Hause im Training, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Krafttraining machen, weil sein Setup stimmt ja. Und ist ein heißer Kandidat. War das jetzt schon dein Tipp? Nein, also jetzt gebe ich den Tipp ab. Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe keinen Deutschen als Tourneesieger. Such dir einen aus. Wieso Kraft, ich? Du sollst doch tippen. Kraft, Tande, Stoch, Domen Preutz. Na, vielleicht fallen dir noch ein paar Namen ein. Na ja, gut, mir fallen noch ein paar ein, aber ich muss mich ja irgendwie doch ein bisschen einschränken. Ja, dann sag doch jetzt mal deinen Namen. Hab ich doch. Ach, ich habe vier genannt. Ja, das ist ja ein klasse Tipp. Ja. Einer von vieren. Ja, und der fünfte gewinnt. Ja. Jetzt, Meister Thiele, jetzt mal richtig. Jetzt ja. Sag mal einen Namen hier. Hier auf dem Tisch, den Namen. Kamil Stoch. Jetzt hat er mir meinen weggenommen. Ja. Jetzt hat er mir meinen weggenommen. Ja, da hättest du angefangen. Jetzt hat er mir meinen weggenommen. Ich glaub's ja nicht. Mein ich Gott. Glaub's ja nicht. Dann sag, muss ich ganz spontan auf Michi Heiberg setzen. Was kriege ich von dir? Weil ich gewinne. Du kriegst den Ski hier. Den kann ich gerade noch springen, ja. So. Haben wir das geklärt jetzt, oder? Haben wir das geklärt. Wahrscheinlich wird keiner von denen gewinnen, wie das manchmal so ist. Da macht es Domen Preutz, ne? Ja, gut, den habe ich ja als Rang. Aber sag mal, du schätzt nicht ein, dass Peter Preutz, dass der so schnell wieder... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre fast das achte Weltwunder, wenn er aus diesem Teufelskreis, in dem er wirklich ist, der ist ja die zweite allgemeine Verunsicherung im Moment. Naja, das Problem ist, dass er sein Gefühl nicht hat. Man sieht aber auch gerade bei Peter Preutz, dass das im Skispringen so schnell gehen kann, dass er runterfährt und einfach nicht weiß, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Und das sucht er, das Gefühl, und kriegt das einfach nicht wieder. Ja. Und ja, dann kommt hinzu, der kleine Bruder springt ihm um die Ohren, was er vielleicht noch verschmerzen kann, aber er hat ein anderes Anspruchsniveau. Und das erstmal wieder klarzusetzen, dass er eben seine Leistungsfähigkeit derzeit eben für nicht ganz vorne reicht, aber das Anspruchsdenken im Hinterkopf immer noch ist, Mann, ich bin Gesamtweltcup-Sieger, ich habe die Tournee gewonnen, alles gewonnen, Skiflug-Weltmeister und so weiter.
das muss, braucht eine Zeit, um das, dass das wieder passend gemacht wird. Und dann kann er auch wieder vielleicht in Richtung Weltmeisterschaften ganz vorn mit dabei sein. Guck mal, die Zeit haben wir doch auch gebraucht. Was hattest du von Anspruchsdenken, als wir beide begonnen haben? Ja. Und das hat sich dann alles ein bisschen relativiert. Das kann ich dir sagen. Ich hatte das Anspruchsdenken, dass du mich ganz groß rausbringst. Habe ich doch. Ja. Habe ich doch. Aber ich habe dich auch ein bisschen mitgezogen. Na, sicher doch. Ja, sicher doch. Wenn dort irgendein Sender keine anderen Vorstellungen gehabt hätten, da hätten wir das noch weitergemacht. Ja, ja, so ja, ist ja, es ja, halt. Ja. Mein Gott. So. Zuschauerfragen. Ein paar Fragen. Genau, denn wir haben ja gesagt, also bitte Fragen schicken, alles, was Sie wissen wollen. Wir können natürlich nicht alles beantworten, es sind ganz schön viele aufgelaufen, aber immer mal wieder eine oder zwei schicken oder drei oder vier und wir werden die dann auch zur Vierschanzentournee sicherlich immer ein bisschen beantworten. Ein bisschen. So, also eine, oder die haben wir schon ein paar Mal beantwortet, das betrifft die Amerikaner und die Kanadier, die also in Slowenien trainieren. Das hast du schon ein paar Mal gesagt, ja, aber kannst du es gerne nochmal machen. Genau, würde ich auch gerne machen. Bisschen Licht und Schatten. Also Mackenzie Boyd-Klaus hatte ich vielleicht vor der Saison noch nicht ganz so auf der Rechnung. Ist etwas besser gesprungen als der von mir schon hoch dekorierte oder avisierte Kevin Bigner. Muss man ein bisschen abwarten, ob sie sich in der Saison noch etwas steigern. Aber grundsätzlich sage ich trotzdem, bleibe ich dabei. Es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen im US-Team und kanadischen Team. Und auch William Rhodes ist ab und zu im Wettkampf mit dabei. Also das ist nicht so ganz schlecht, aber sie brauchen noch ein bisschen, um mit ganz vorn mithalten zu können. So, zu den Favoriten haben wir unsere Meinung schon abgegeben. Schanzenrekorde? Ja, sind am Limit. Sind immer am Limit, Schanzenrekorde. Also wir hatten natürlich ein Riesenpotenzial. Also die Frage, die hier kam, ist, sind die Schanzenrekorde schon ausgereizt? Klar, in Engelberg war es natürlich einfach, einen Rekord zu setzen, denn die Schanze ist umgebaut worden, ganz klar. Aber ansonsten, wenn ich mich jetzt gerade auch an Oberstdorf, wo ja der nächste Ort ist, Auftakt für Schanzentournee erinnere, da ist der Rekord schon ganz schön weit unten. Das wird relativ schwierig werden und man sollte auch gar nicht die Rekorde im Fokus haben. Ja. Das kann man manchmal auch nicht so richtig steuern. Wenn der Aufwind da ist, die Jury sich vielleicht um einen geht, verschätzt, dann sind die Jungs einfach da. Was mir aber noch spontan einfällt, ist das Material, gerade bei Rückenwindbedingungen. Wir hatten ja in Engelberg extreme Rückenwindbedingungen. Und da hat man auch gesehen, bei den Besten zum Schluss, die vielleicht mal nicht so die optimalen Verhältnisse hatten, sie kommen dann nicht mehr so richtig auch ganz vorn hin. Also, dass man wirklich da noch hinspringen kann bei 1 Meter pro Sekunde, 1,5 Meter pro Sekunde, scheint eine Grenze erreicht zu sein, das Material so verfeinert zu sein, dass man dann nicht mehr ganz hinkommen kann. Eine Frage, die öfters gestellt wird, die ist ganz in meinem Sinne. Wenn ein Mann wie Kamil Stoch quasi 1 Meter unterhalb des Schanzenrekordes landet, einen wirklich sauberen Telemark hinsetzt und kriegt noch nicht mal eine 19,5, die Sprungrichter sind und bleiben geizig. Ja, vielleicht wollen sie auch die Inflation der Note 20 nicht so oft ziehen, dass es halt nicht so oft der Fall ist. Wir haben diese Saison noch keine 20 gehabt. Und dann heben sie sich vielleicht auch für die Vierschanzentournee. Ist natürlich auch immer ein bisschen darin begründet, setzt man den dann doch noch ganz sauber hin. Mir ist auch aufgefallen, dass die Landungen doch ein bisschen unsicherer werden. Daraus begründet nicht nur, was wir erklärt haben, eben mit den krummen Binden oder den gebogenen Bindungsstäben, den Schuhen, auch darin begründet, dass die Ski sich ja immer mehr zu Flugobjekten entwickelt haben. Werden Sie sagen, ja klar, die fliegen doch schon seit Ewigkeiten durch die Luft. Nein, aber es sind zum Beispiel auch hier in dem Ski sind zum Beispiel nur noch 4 Rillen. Ich weiß nicht, ob man es genau draufkriegt, sind nur noch 4 kleine Rillen. Früher waren mal 6 oder 7 Rillen drin. Daraus begründet, dass man eben früher in der Anlaufspur noch ein bisschen lenken musste. Mhm. Und jetzt sitzt man in dieser Spur drin und muss nur noch geradeaus fahren. Die Ski sind teilweise so aufgebogen, dass sie richtig in der Luft angreifen können, sofort nach dem Sprung, nach dem Tisch da sind. Und unten wackeln dann einige Athleten so. Und wenn man halt einen kleinen Wackler hat, ist es keine 20,0 mehr. Okay, gut. So, zu Stoßer. Eine Frage, was du dazu sagst. Ja. Na, erstmal Kompliment und Gratulation zu der Entwicklung. Uns ist ja aufgefallen in Tschaikowski im Sommer Grand Prix, wo er schon auf dem Podest stand. Und da war für mich überraschend. Hätte nicht gedacht, dass er das Niveau so hält.
Aber das ist auf jeden Fall ein Lichtblick aus dem tschechischen Team. Gerade jetzt, wo natürlich auch der Roman Kodelka nicht in Bestform ist. Und da ist es wichtig, dass man einen hat, der vorn mitspringt. Und deshalb ist das wirklich, wirklich eine tolle Entwicklung von dem Jungen. Aber eine Tournee, Gesamtsieg oder irgendwas, wie die Frage eben auch war, das ist noch zu früh für ihn. Das ist noch zu früh für ihn. So, ansonsten gibt es sehr viel Lob. Das ist immer besser als Kritik, finde ich jedenfalls. Aber auch Kritik ist, wenn sie angemessen ist, wichtig und wird von uns verarbeitet, soweit wir das können. Mir fällt es immer ein bisschen schwer. Ich weiß. Ja. So, mein lieber Gerd. Ja, Dirk. Was brennt dir noch auf der Zunge? Ach, an und für sich gar nicht mehr so viel. Denn ich denke, wir haben ziemlich viel bearbeitet. Ansonsten gibt es ja immer noch die Möglichkeit, Fragen auch zu schicken über den Facebook-Account von Avia TV. Alles, was wir beantworten können, versuchen wir auch vielleicht in Schriftform dann mal zu beantworten. Und ansonsten würde ich allen Avia TV-Zuschauern und dir und allen Leuten ein gesegnetes, frohes und ruhiges, vor allen Dingen friedfertiges Weihnachtsfest wünschen. Das letzte muss man in Großbuchstaben schreiben. Wir wissen, was in der Welt passiert. Wir suchen unsere Insel mit Ihnen zusammen. Was bleibt uns weiter übrig? Auch dir und deiner Familie natürlich alles, alles Gute. Und dann bemühen wir uns auch, dass wir im neuen Jahr, ich sag mal, feste Sendezeiten haben, damit Sie sich dran gewöhnen können. Okay, der Sigmund und der Thiele und die ganzen Gäste, die kommen dann und dann. Wir arbeiten dran. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut. Geben Sie uns noch ein bisschen Geduld. Okay, das war's von uns. Von Gerd und Dirk.